Nachdem mit Friedrich Engels im Jahr 1895 der letzte Begründer des sogenannten Marxismus verstorben war, stellte sich für die Arbeiterbewegung die Frage, wie weiter? Doch der Kapitalismus trug seinen Teil dazu bei, dass keine Ruhe einkehrte und keine Gerechtigkeit. Im Gegenteil, das neue Jahrhundert entwickelte sich zunehmend kriegslüsternd. Deutschland träumte nach der Reichsgründung 1871 von einem Platz an der Sonne. 1914 schließlich zogen sie in den Ersten Weltkrieg. Der Imperialismus agierte kriegerisch und nicht mehr nur rhetorisch. Die Arbeiterbewegung vollzog eine 180-Grad-Wende. Die erstarkte SPD einigte sich auf einen Burgfrieden und gab sich auf einmal nicht mehr nur internationalistisch. Millionen fielen auf den Schlachtfeldern in Russland und Frankreich. Eine Revolution, eine sozialistische gar, schien in weite Ferne gerückt. Und dennoch, in Russland gärte die Unzufriedenheit, die Kriegsmüdigkeit und der Hunger. Die Revolte war nicht mehr aufzuhalten und entwickelte sich schließlich zur Oktoberrevolution von 1917, der ersten sozialistischen Revolution weltweit. Mit der Revolution unzertrennlich verbunden ist der Name Lenin. Er gilt als Anführer, theoretischer Kopf und charismatischer Redner seiner jener Zeit. Seine Texte und Werke wurden später zu dem, was man gemeinhin Leninismus nennt. In der heutigen Sendung geht es um genau diese Fragen. Was war die Oktoberrevolution? Wer waren die Bolschewiki? Was wollte die Revolution? Welche Ideen hatte Lenin? Wie agierte er praktisch? Beging er elementare Fehler oder sogar Verbrechen? Und wie entwickelte er den Marxismus weiter oder tat es überhaupt? In der nächsten Stunde wollen wir diesen Fragen im Rahmen unserer Sendereihe auf den Grund gehen. Sollten am Ende der Sendung Fragen offen bleiben oder ihr Literaturempfehlungen haben möchtet, ruft direkt im Anschluss an diese Sendung bis 22.30 Uhr hier im Studio an. Zu Gast in der Sendung ist Professor Georg Fühlbert, von 1972 bis 2004 Professor für Politikwissenschaften an der Uni Marburg. Die Forschungsschwerpunkte Fühlberts liegen hauptsächlich in der Theorie und Geschichte des Kapitalismus, in der Geschichte der Arbeiterbewegung und in der lokalen Zeitgeschichte. Er ist vielleicht einer der letzten marxistisch geprägten Professoren in Deutschland und insofern prädestiniert, einen Überblick über die Ideen des Marxismus zu geben. Guten Abend, Herr Fühlbert. Guten Abend. Ja, 1895 ist mit Friedrich Engels der letzte Begründer des Marxismus in Anführungszeichen verstorben. Die Zeit ist nicht stehen geblieben und die revolutionäre Situation, die Krise des Kapitalismus auch nicht. Es kamen neue Menschen, neue Revolutionäre auf die Tabu. Krise? Damals gab es keine Krise des Kapitalismus. Gut, es war eine stabile Phase. Ich habe jetzt schon ein bisschen vorausgedacht, weil dann ja schließlich das große Ereignis mit 1914 vor der Tür stand sozusagen. Das wären noch 19 Jahre, das wäre jetzt, wie wenn wir zurückdenken würden, an 1996. Ja, das stimmt. Aber genau, aber kommen wir darauf zurück. Es gab andere marxistische geprägte Menschen und mit dieser Epoche, die dann einsetzt, ist unmittelbar der Name Lenin verbunden. Wie hat sich denn Lenins Leben eigentlich entwickelt? Wie ist er zu dem geworden, was er als was er heute gemeinhin gilt? Sagen wir mal, er ist das schon sehr früh geworden. Er kam aus einer Familie, deren sozialer Status nach westlichen Maßstäben wohl nicht so leicht zu bestimmen ist. Entweder kleiner Adel oder kleines Bürgertum, ziemlich egal. Sein Bruder Alexander ist sehr früh schon in der revolutionären Bewegung gewesen und wurde mit 14 hingerichtet, ganz jung, als Lenin selbst 14 war. Also Lenin war nicht, damals hieß er nicht Lenin, sondern Ulyanov. Also ein Revolutionär, Alexander Ulyanov, wurde hingerichtet und sein Bruder, der 14-jährige Lenin, wird in dem Moment Revolutionär, verbietet sich das Klavierspielen, wird im Grunde mit 14 schon Berufsrevolutionär. Es ist ja eine aufgeregte Zeit. Er ist 1870 geboren, 1881 wurde der Zar ermordet von Anarchisten. Danach wurde diese anarchistische Bewegung zerschlagen, danach eben Lenins Bruder hingerichtet und es beginnt eine Auseinandersetzung in Russland mit zwei Richtungen. Die eine sind die Volkstümler, die Narodnaya Volja, Volkswille, und das andere sind die Marxisten. Narodnaya Volja waren der Ansicht, dass Russland nicht den Kapitalismus durchschreiten muss, um in eine kommunistische Gesellschaft zu kommen, sondern dass man aufbauen kann auf der Dorfgemeinde, auf die Mir, auf dem Dorfland, auf dem Gemeindeland.
Auf diese Weise kommt man sozusagen an dem Kapitalismus vorbei. Die Marxisten, Sozialdemokraten, wie sie damals hießen, unter der Führung des Georgi Plechanow, das war sozusagen der russische Kautsky, waren der Ansicht, nein, Russland ist noch nicht eine voll entwickelte kapitalistische Gesellschaft. Wir stehen am Anfang noch und Russland muss die kapitalistische Gesellschaft erst noch durchschreiten, steht vor bürgerlichen Revolutionen, bevor an eine sozialistische Revolution zu denken ist. Lenin im Prinzip auf der Position der Letzteren. Aber er studiert den russischen Kapitalismus, die russische Gesellschaft, ist inzwischen als Revolutionär auch schon verbannt worden, aber 1899 erscheint legal in Petersburg seine große ökonomische Untersuchung, die Entwicklung des Kapitalismus in Russland. Und da kommt er zum Ergebnis, Russland ist schon ein kapitalistisches Land, wenn auch kein hochentwickeltes, aber ein kapitalistisches Land. Insofern wird bürgerliche Revolution und sozialistische Revolution nicht so weit auseinanderliegen, wie die anderen Marxisten, also wie Plechanow, sich das gedacht haben. Man kann sich schon vorstellen, dass Russland in einer vorrevolutionären Situation sich befindet, was sich ja bewahrheitet hat, denn 1905 bricht dann die erste russische Revolution aus. Also ab 1899 weiß Lenin, dass man in Russland ähnlich, ob nicht gleich, aber ähnlich operieren kann wie in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern, nämlich in einer kapitalistischen Gesellschaft. Warum konnte sein Buch denn in einer so repressiven Zeit legal erscheinen in Russland? Das war so dick, dass der Zensor wahrscheinlich gedacht hat, liest sowieso kein Schwein. Weil das Marxische Kapital ist ja auch legal, ist sehr früh ins Russische übersetzt worden und erschien auch legal. Es gab sogar eine Richtung, die sogenannten legalen Marxisten in Russland. Das waren zum Teil Liberale, die Kadetten, die konstitutionellen Demokraten. Kadett hieß konstitutionelle Demokraten. Das waren Liberale, die das Marxische Kapital ziemlich dufte fanden, weil da ja dargelegt wurde, wie der Kapitalismus funktioniert. Und einen funktionierenden Kapitalismus wollen sie in Russland auch haben. Also insofern war der Marxismus in Russland nicht die Hauptgefahr. Die Hauptgefahr waren die Volkstümler. Zumal die eben auch mit Bomben operiert haben. Einfach mal so einen Zahn umzubringen, das ist ja keine Kleinigkeit. Das war der Hauptfeind. Und Sie hatten es eben schon erwähnt, diese Volkstümler hatten im Prinzip die theoretische Grundlage, die sind von einer bäuerlichen Gesellschaft aufgegangen, ja, die sofort in den Sozialismus übergeht. Hatten die auch eine starke Basis. Das war dann später die Partei der Sozialrevolutionäre, ihre Nachfahren. Die haben ja dann den ersten russischen Minister, den Ministerpräsidenten Kerensky, aufgestellt in der nach der Februarrevolution, aber das ist eine andere Sache, da kommen wir später dazu. Und es war eine Sozialrevolutionärin, die ja dann 1918 ein Attentat auf Lenin verübt hat. Und also da ging es auch ziemlich hart zu zwischen den Richtungen. Und Sie haben es aber erwähnt, genau, in Russland gärte die Unzufriedenheit, in Russland gab es so eine revolutionäre Vorabendstimmung, ich weiß nicht, wie man es genau beschreiben soll, aber 1905 gab es im Prinzip schon die ersten Vorwehen einer Revolution dort. Also 1905 haben wir schon eine Revolution. Also die Vorwehen ist das, was vorher passiert. Auch die theoretische Entwicklung. Also Lenin sieht nun, wir sind also 1899, wir sind in einer ökonomisch gesehen in einer vorrevolutionären Situation. Und da stellt sich ja dann die Frage, wer sind die Subjekte in einer solchen vorrevolutionären Situation? Zu den erstmal ist ein Bauernland, nicht? Zugleich aber gibt es schon ein Proletariat in den Städten, Moskau, in Leningrad auch. Und inwieweit, das ist die nächste Frage, die Lenin sich stellt, kann das Proletariat ein Subjekt dieser Revolution sein? Das ist eine alte Frage, nicht? Also Marx hat 1844 in seiner Einleitung zur Hegelschen Rechtsphilosophie das Proletariat entdeckt, aber das war eine geschichtsphilosophische Konstruktion. 1847 im Elend der Philosophie schrieb Marx, ja, man muss unterscheiden zwischen einer Klasse an sich und einer Klasse für sich. Eine Klasse an sich ist einfach eine empirische Tatsache. Da kann man statistisch feststellen, wie viele Arbeiter gibt es, oder man kann es ökonomisch machen, wie viele Leute erzeugen Mehrwert, das sind dann die Proletarier. Aber das sind ja alles ökonomische, statistische Aussagen, noch keine politische. Die Frage ist, und das ist die nächste Frage von Marx gewesen, eine Klasse für sich. Eine Klasse für sich ist eine, die ihre Stellung in der Gesellschaft erkannt hat und danach enthandelt.
also für eine Arbeiterklasse, die ihre Ausbeutung loswerden will, wäre ja nun dieses Handeln entsprechend der Klassensituation in einer revolutionären Situation eine Revolution, und dazu gehört ein Bewusstsein, das revolutionäre Klassenbewusstsein. Lenin sagt nun, dieses Klassenbewusstsein, das kommt nicht vom lieben Gott, das kommt auch nicht aus der ökonomischen Situation der Arbeiter. Von ihrer ökonomischen Situation in einer nicht-revolutionären Situation aus werden Arbeiter keine Revolutionäre sein. Die werden ja bescheuert, nicht? Sondern die müssen sehen, dass sie ihre Arbeitszeit verkürzen, dass sie gute Sozialversicherung haben und dass sie gute Löhne haben und ihre Arbeitsplätze erhalten können. Das sind keine revolutionären Ziele, denn die müssen ihre Familien ernähren, müssen sich ernähren. Sie haben ein ökonomistisches Bewusstsein, sagt Lenin. Das ist auch völlig okay. Nur bleibt der Zustand der Ausbeutung und in einer revolutionären oder vorrevolutionären Situation, wie er sie jetzt konstatiert hat, ist die Frage, wie kommen Arbeiter von diesem ökonomistischen, er nennt das gewerkschaftliches Bewusstsein, trade-unionistisches Bewusstsein, wie kommen sie zum revolutionären Klassenbewusstsein? Und da sagt er, das muss von außen kommen. Da braucht man eine Organisation, einen Lehrmeister, einen Organisator, und das ist die Partei. Jetzt muss ich kurz einhaken, weil es gab ja schon Vorläufer, Marx und Engels haben wir auch in den vorherigen Sendungen schon besprochen, waren ja auch schon Teil einer solchen Partei. Ging es da noch nicht um die Entwicklung eines solchen politischen Klassenstandpunktes? Doch, zum Beispiel. Also, und daran knüpft Lenin an. Für Lenin gab es in seiner Zeit, hat er sich halt geirrt, aber gab es eine Partei, die dem Ideal einer revolutionären Partei entsprach. Das war die Deutsche Sozialdemokratie und ein Sozialistengesetz. Eine verbotene Partei, die aber nicht zu verbieten ist, die nicht totzukriegen ist, die zwei Organisationen hat, nach außen die verbotene Sozialdemokratie, die aber sichtbar wird immer wieder dadurch, dass das wilhelminische Wahlrecht ja Einzelpersonen die Kandidatur zum Reichstag erlaubt hat. Und da kandidieren Sozialdemokraten und sind auch im Reichstag, Bebel, Liebknecht und andere. Und dann die Corpora, so hieß das, die Corpora, die inneren Kader, die Geheimorganisation. Und die Geheimorganisation hat den Laden zusammengehalten, auch eine sehr intakte Partei, auch eine reiche Partei, die haben gut Gelder gesammelt, die haben die französische Partei noch mitfinanziert und am Sozialistengesetz. Das war Lenins Ideal, die deutsche Sozialdemokratie unter dem Sozialistengesetz mit zwei marxistischen Führern an der Spitze, Wilhelm Liebknecht und August Bebel, noch den Berater Engels, von außen glänzenden Theoretikern, Karl Kautsky, Franz Mehring, da hat man es nicht, da hat man die Theoretiker, die als intellektuelle Stoff liefern können, intellektuellen Stoff liefern können und gut organisierte Massen. Die deutsche Sozialdemokratie und das Sozialistengesetz war im Sinne von Lenin, im Verständnis von Lenin, das, was man heute eine leninistische Partei nennt. Und dann hat er im Prinzip, gut, wenn er das erkannt hat, für sich wahrscheinlich probiert, in den Jahren dann auch in Russland ähnliche Strukturen zu schaffen. Ja, jetzt gibt es aber einen Unterschied. Die deutsche Sozialdemokratie ist ab 1890 ja wieder legal. Die russische Sozialdemokratie ist verboten. Und sie bleibt eine Geheimorganisation. Und das zwingt natürlich zu Regeln der Konspiration bis hin zu der Auffassung, dass Lenin sagt, unter den besonderen Bedingungen Russlands, die unterschieden sind von den Bedingungen Deutschlands, können zur kommunistischen, also sozialdemokratischen Partei, von kommunistischer Partei war damals nicht die Rede, können zur sozialdemokratischen Partei nur Berufsrevolutionäre gehören. Aufgrund der Bedingungen der Illegalität. Das ist anders als in Deutschland. Deutschland eine Massenorganisation, da hat man Berufsrevolutionäre, Bebel und so, aber sonst lauter Amateure, wenn man so will, viele Gewerkschafter in Russland, sagt er, unter den Bedingungen der Konspiration brauchen wir hier mit den Massen verbundene Berufsrevolutionäre. Da kommt es dann zum Konflikt zu der zweiten Richtung der Sozialdemokratischen Partei. Martow und andere, die sagen, nein, wir wollen uns doch besser voll an das deutsche Vorbild halten. Mitglieder sind solche, die für die Partei arbeiten und sich zur Partei bekennen. Darüber kommt es zum Konflikt, 1902 auf dem Parteitag, eine Abstimmung, bei der nun angeblich mit den Zählen, das ist immer so eine Sache, die Lenin-Richtung die Mehrheit bekommen hat, also Bolschewstwo, die Mehrheit, und deshalb hießen die dann Bolschewiki, und die andere Menschen, heißt weniger Russland, Minderheit, die Menschewiki, wobei die Menschewiken also durchaus flotte Marxisten gewesen sind, sehr gute marxistische Theoretiker, würden in der deutschen Sozialdemokratie unbedingt auf dem linken Flügel gestanden haben,
Aber sie hatten andere Organisationsprinzipien. Das war der einzige Unterschied. Ist das dann in dem Werk Was tun von Lenin dargelegt worden, wo er Parteien neuen Typs beschreibt? Genau darum geht es. Die Partei neuen Typs ist eigentlich Partei alten Typs, nämlich die deutsche Sozialdemokratie minus Legalität. Das ist die Partei der neuen Typs. Also im Prinzip beschreibt er da ja so eine Avantgarde-Funktion auch der Partei, wie Sie sagen, die so ein Stück weit Bewusstsein in eine gesellschaftliche Klasse reintragen soll und die Organisation. Notwendigerweise, weil ein Mensch, der von morgens bis abends an der Werkbank steht oder mit irgendwelchen Beschäftigungen ausgelastet ist, der kann nicht revolutionäre Theorie entwickeln, die muss er sich abgreifen von anderen, die das sozusagen gewerbsmäßig treiben. Genau, und dann kommen wir nochmal zurück zu dem geschichtlichen Verlauf. Also Sie sagen, ab 1899 es gab eine revolutionäre Vorstimmung und 1905 gab es dann eine erste Revolution in Russland. Wie ist die zu charakterisieren? Wie kam es dazu? Wie hat Lenin dort agiert? Naja, wir haben ja also erstmal haben wir eine industrielle Revolution seit Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. Russland ist ein Treibhaus des Kapitalismus, wie ein Historiker Russlands, Valentin Gitermann, das beschrieben hat. Und in dieser Revolution von 1905, also vorangegangen war ein verlorener Krieg, der Krieg gegen Japan 1904-5. Und solche Kriege lasten, bürden einem Land natürlich noch viel mehr Lasten auf. Und da revoltieren nun die Bauern, die Kleinbürger, das liberale Bürgertum und die Arbeiter. Und deshalb ist für die Revolution von 1905 für Lenin eine radikaldemokratische Revolution gewesen von Bauern und Arbeitern. Und das denkbare Ziel dieser Revolution von 1905 wäre die gemeinsame Herrschaft gewesen der Arbeiter und der Bauern damals. Aus der dann hervorgehen könnte später eine sozialistische Revolution. Da ist ganz wichtig in der damaligen Zeit ein Praktiker und Theoretiker gleichrangig mit Lenin, Lev Davidovich Bronstein, genannt Trotzki, Menschewik übrigens, linker Menschewik, der dann immer wieder schwankt zwischen Bolschewiki und Menschewiki, der eine wichtige operative Funktion hat. Er ist es bilden sich Räte, jetzt wieder Räte, und er ist der Vorsitzende des Petrograder Sowjets. Und er hat der Theoretiker, der sagt, ja, über die bürgerliche Revolution, die wir jetzt haben, die radikaldemokratische bürgerliche Revolution, muss diese Revolution weitergetrieben werden als ein weltweiter Prozess in Permanenz. Theorie der permanenten Revolution, ein Begriff, den Trotzki, den wir hier in dieser Situation als absolut gleichrangig mit Lenin behandeln müssen, ein Begriff der permanenten Revolution, den er von Marx übernommen hat. Ja, jetzt hat das Lied natürlich schon so ein Stück vorweggenommen. Da dürfen wir jetzt gar nicht genau auf den Text achten. Herr Frühbert, wir waren stehen geblieben jetzt an dem, den man gleichwertig mit Lenin behandeln muss, nämlich Trotzki, der dieses Buch ja auch geschrieben hat, Die permanente Revolution. Und in der Revolution 1905 agiert hat. Wie hat er sich die Revolution denn als permanente Revolution vorgestellt? Er würde gesagt haben, wie Marx, ganz einfach wie Marx, nicht? Also wir haben den Kapitalismus, der bürgerliche Revolution hervorgebracht hat. Aus der bürgerlichen Revolution wird die bürgerliche Gesellschaft hervorgehen, aus der bürgerlichen Gesellschaft die sozialistische Revolution. Und die nicht nur in einem Land, sondern wie später hätte man wahrscheinlich gesagt, in einer Kettenreaktion weltweit. Genau, und dann, wie ist das mit der Revolution 1905 weitergegangen? Man weiß ja jetzt aus den Geschichtsbüchern, das war noch nicht die sozialistische Revolution. Wir machen es noch spannend, die kommt ja später im Verlauf der Sendung. Wie ist es dann? Ja, zunächst mal war es auch nicht die bürgerliche Revolution, denn sie wurde ja niedergeschlagen. Sie scheitert dann 1906 und es bricht in den Reihen der Revolutionäre eine Depression aus, vor allem unter den Intellektuellen, die dann wieder über ganz Europa zerstreut sind. Da gibt es dann immer wieder Leute, die sagen, wie konnte das passieren? Das muss man dann auch fragen, bis hin zu Menschen, die sagen, ja, wahrscheinlich haben wir uns halt geirrt, die Welt ist nicht erkennbar, wir sind wohl davon ausgegangen, dass wir schon so viel wüssten, um eine Revolution machen zu können, aber wir wissen, vielleicht ist die Welt gar nicht erkennbar. Und sie beriefen sich auf einen Physiker und Philosophen, Ernst Mach, Empiriokritizismus, ein Mann, der also die Erkennbarkeit der Welt angezweifelt hat. Eine alte philosophische Frage, ist die Welt denn überhaupt erkennbar? Lenin sieht eine Gefahr, wenn jetzt plötzlich wir alle Skeptizisten werden in der Partei und sagen, wir können nicht handeln, weil wir nicht wissen. Ja, dann können wir den Laden zumachen.
Und so veröffentlichte er dann ein philosophisches Werk 1908, Marxismus und Empirokritizismus. Ist die Welt erkennbar? Jetzt muss ich entschuldigen, dass ich korrigierend eingreife. Nicht Marxismus, Materialismus und Empirokritizismus. Ich muss sagen, ich habe mich versprochen. Genau. Materialismus und Empirokritizismus. So ein fetter Wälzer. Das ist ein dicker Wälzer, ich habe ihn nicht gelesen. Es geht um materialistische Erkenntnistheorie. Ist die Welt überhaupt erkennbar? Ja, sagt Lenin, um dann wieder weiter operieren zu können. Und wo hat er dieses Werk geschrieben? Hat er sich, um das mal geschichtlich einordnen zu können, war Lenin zu dem Zeitpunkt nach der gescheiterten Revolution noch in Russland unter Trotzki genauso? Nein, also Lenin ist jetzt in Zürich, in der berühmten Spiegelgasse und bleibt da bis 19, also ist dann vorher in München gewesen, hat eine illegale Zeitung gegründet. Zeitungen waren ja damals ganz wichtig, kann man sich gar nicht vorstellen angesichts des Elends der heutigen Printpresse. Zeitungen waren wie Waffen. Er hat eine Zeitung gegründet, Iskra, der Funke. Das war also die Münchner Episode und dann ist sozusagen sein Sitz Zürich. Zürich ist klar, denn die Schweiz und England sind die beiden Länder mit einem gut entwickelten Asylrecht. Er sitzt in der Spiegelgasse in Zürich und kommt von dort aus erst dann 1917 nach Russland zurück. Und wo war zu der Zeit Trotzki? Musste der auch Russland verlassen? Natürlich, er war sogar als Emigrant sogar bis in die USA gekommen. Und ist dann auch 1917 quasi zurück. Ja. Wie gestaltete sich dann dieses Exil in der Schweiz? Es waren ja viele Exilrussen in der Schweiz dann auch emigriert. Wie muss man sich das Leben dort vorstellen? Wie konnte Lenin auf diese Entfernung, es gab ja noch keine modernen Kommunikationsformen, weiterhin Einfluss nehmen auf die Politik in Russland? Ja, es gab ja die Partei nicht. Und die Partei war eine Organisation, auch als illegale Organisation in Russland selbst. Es gab Revolutionäre, die nie aus dem Land rausgekommen sind. Stalin ist so ein Vertreter gewesen. Und dass die Führung im Ausland saß, das war nicht so gravierend eigentlich. Wie entwickelte sich dann die theoretische oder Parteiarbeit in den Jahren des Exils? Über die Parteiarbeit werden wir nicht so viel wissen, was sie illegal waren. Aber ein wichtiger Einschnitt ist natürlich, also Lenin nimmt dann die Bolschewiki und auch Lenin nehmen an der praktischen Entwicklung der internationalen Arbeiterbewegung teil. Sie nehmen an internationalen Kongressen teil. 1907 war ja der Internationale Sozialistenkongress in Stuttgart. Da Lenin und seine Frau, Krupskaya, haben daran teilgenommen und noch versteht Lenin sich als Teil einer internationalen Partei, der internationalen Sozialdemokratie. Und dann passiert etwas, ja, das konnte er nicht fassen, nämlich, dass die am meisten, oder meinte er nicht fassen zu können, dass die am höchsten entwickelte und auch die stärkste sozialdemokratische Partei der Welt, die deutsche Sozialdemokratie, am 4. August 1914 den Kriegskrediten zustimmt. Den Burgfrieden schließt. Und, das war der gewerkschaftliche Ausdruck war der Burgfrieden, dass Unternehmer und Gewerkschaften zusammenarbeiten sollen, aber die deutsche Sozialdemokratie unterstützt den Krieg. Damit ist ja, oder das ist ja erstmal die Parteitheorie von Lenin futsch, nämlich die höchst entwickelte sozialistische Partei erweist sich nun in dieser katastrophalen Weise. Das muss erklärt werden und muss natürlich wieder materialistisch erklärt werden mit Hilfe der politischen Ökonomie. Und so entsteht seine Schrift, der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. 1916 geschrieben, 1917 dann veröffentlicht. Und hier versuchte die ökonomische Wurzel dieses Desasters bloßzulegen, stützt sich hier auf einen sozialdemokratischen Theoretiker, der allerdings in der SPD geblieben ist, nämlich Rudolf Hilferding, über den wir das nächste Mal dann reden werden. Er spricht Lenin, übernimmt von ihm die Auffassung, dass der Kapitalismus hoch monopolisiert ist, sowohl die produzierende Industrie als auch die Finanzindustrie, dass beide sich durchdringen. Dies ist ein monopolistischer Kapitalismus. Die einzelnen kapitalistischen Staaten versuchen, die Monopole versuchen, ihre Einflussbereiche auszudehnen. So kommt es zum Imperialismus und zur Konkurrenz und dann auch zum Clash der hochentwickelten kapitalistischen Länder zum Ersten Weltkrieg. Aber dieser Imperialismus, der beruht nun auf Warenexport und Kapitalexport. Das hätte Lenin auch von Rosa Luxemburg nehmen können. Und wie schon
Engels 1884, 85 am Beispiel des damals noch dominanten englischen Kapitalismus gezeigt hat, gibt es Extraprofite im Monopolkapitalismus, also Monopolprofite und dann auch Kolonialprofite. Von diesen Kolonialprofiten, Monopolprofiten wird etwas abgezweigt. Dann sind sie kein Profit mehr, sondern aus Mehrwert wird dann bessere Löhne für eine Elite der Arbeiterklasse, also Facharbeiterelite. Und dann so entsteht eine Arbeiteraristokratie, die natürlich, weil sie ja nun gut geht, in dieser Art von Kapitalismus dann wirtschaftsfriedlich ist. Dann entsteht eine Arbeiterbürokratie, die Führung von Gewerkschaften und Sozialdemokratie, die auch ihren Frieden mit dem Kapitalismus gemacht hat. Und dann dringen kleinbürgerliche Elemente in schon so weit entwickelte, als materiell gut entwickelte sozialistische Parteien und Gewerkschaften ein, ist die Arbeiterbürokratie. Arbeiteraristokratie und Arbeiterbürokratie und Eindringen des Kleinbürgertums in die in den sozialistischen Parteien. Das sind die Ursachen für das Versagen der Arbeiterbewegung, und zwar international. Das war ja nicht nur die deutschen Sozialdemokraten, sondern auch die französischen, die englischen, alle, mit Ausnahme der Independent Labour Party in England, dann die serbischen Sozialisten, obwohl ihr Land nur wirklich angegriffen waren, waren gegen die Kriegskredite in Russland, die Bolschewiki auch. Aber Lenin sagt, wir müssen völlig neu anfangen. Wir können völlig neu anfangen. Wir können nicht in den alten Parteien weiterarbeiten. Wir müssen spalten. Wir müssen raus aus dem Laden. Es gibt dann Konferenzen der Kriegsgegner in Zimmerwald und in Kiental in der Schweiz, wo die Linken sich treffen, nicht die Kriegsbefürworter, nicht die Friedrich Eberts und Scheidemanns und solche Leute, sondern eben linke Leute, Rosa Luxemburg nicht, die saß ja im Knast und Liebknecht auch nicht, aber andere aus Deutschland auch. Und da kommt es innerhalb der Kriegsgegner auch nochmal zu einer Differenzierung zwischen denjenigen, die die Mehrheit wieder erobern wollen in den inzwischen verrotteten sozialdemokratischen Parteien, und dann eben Lenin und seinen Leuten, die sagen, nee, also dieser Haufen, der ist einfach verloren. Wir müssen jetzt die revolutionäre Partei gründen. Also dann jetzt wirklich diese Partei, revolutionäre Partei neuen Typs dann quasi nochmal. Ja, soll man es neuen Typs nennen? Man kann auch sagen, die verrottete Sozialdemokratie ist die Partei neuen Typs, nicht? Ja, man kann es so nennen, nicht? Also, das ist aber nicht so ein zentraler Begriff bei Lenin. Wir brauchen die revolutionäre Partei. Genau, in Deutschland hat es ja dann dazu geführt, dass sich dann später die USPD von der SPD abgespalten hat. Ja, aber die USPD-Leute 1917, die wurden ja praktisch rausgeschmissen von der Mehrheitssozialdemokratie. Und die USPD war nicht die Partei, die Lenin meinte. Zur USPD gehörte ja Karl Kautsky, der ja für ihn ein Leittheoretiker gewesen ist bis 1914. Mit dem hat er sich nun überworfen, weil Kautsky zwar Kriegsgegner war, aber sagte, naja, der Zweite Weltkrieg und der Imperialismus, das ist eine Durchgangsphase, das wird auch wieder. Also er wollte sich nicht von der Parteimehrheit trennen. Eduard Bernstein, der Erzrevisionist, war Mitglied der USPD. Die Hauptideologie der USPD war der Pazifismus. Oder vielleicht noch nicht bei der Pazifismus, sondern Schluss mit dem Krieg. Und die war auch keine bewusste Gründung, sondern die Rechten in der SPD, Eduard David, Scheidemann, Ebert, die haben die praktisch rausgeschmissen. Haben uns rausgeschmissen 1917, naja, weil sie draußen waren, haben sie gesagt, dann machen wir eine eigene Partei auf und nennen uns unabhängige sozialdemokratische Partei. Damit wollte Lenin auch nichts zu tun haben, weil er sagte, jetzt sind wir in unmittelbar einer vorrevolutionären Situation. Jetzt geht es wirklich darum, die Revolution zu machen, und da können wir also jetzt nicht mit so einem schlaffen Haufen darum operieren. Er hat sich dann ja auch mit Kautsky theoretisch beschäftigt und ihn Renegat genannt. Ja, das war dann ein bisschen später, also nach der Oktoberrevolution hat Kautsky eine Schrift verfasst, die proletarische Revolution, und wollte nachweisen, weil Russland doch so zurückgeblieben ist und so weiter, dass das eine verfrühte Revolution war. Und da hat nun Lenin endgültig mit ihm gebrochen, mit seiner Schrift die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky. Aber das ist schon wieder was Neues, nicht? Da ist schon passiert, da haben wir schon die Oktoberrevolution. Und da kommt es dann breiter voran zur Spaltung der internationalen Arbeiterbewegung nach 1917. Aber wir reden ja jetzt erstmal über eine innere Differenzierung vor 1917, genau. Und über die Vorbereitung einer Revolution in Russland. Genau, also noch einen Schritt wieder zurück. Genau, also es hat dann dort diese Lenin, wie Sie gesagt haben, hat dann gesagt, nee, das können wir so nicht mehr machen, wir müssen da was Neues machen. Was ist dann Neues entstanden? Na, zunächst mal steht der Krieg.
zunächst einmal bricht eine bürgerliche Revolution aus. Wieder eine bürgerliche Revolution, die Februarrevolution in Russland 1917. Lenin sitzt noch im Exil. Und aus der bürgerlichen Revolution geht eine bürgerliche Republik hervor. Von liberalen, im Grunde liberale Regierung, bürgerliche Regierung. Aber zugleich ist das Proletariat jetzt so stark in Russland, dass eine daneben eine andere Struktur entsteht, die Räte. Die wir ja schon, die Räte müssen wir uns vorstellen, wie die Pariser Kommune von 1871, also eine unmittelbare Volksherrschaft. Die sind dann 1905 schon wieder entstanden und dann niedergeschlagen worden natürlich und entstehen wieder neu im Februar und März 1917. Mit den Monaten ist es ein bisschen kompliziert, weil wir es ja hier mit zwei Kalendern zu tun haben, mit dem Gregorianischen und dem Julianischen. Russland wird noch nach dem Gregorianischen gerechnet. Und es entstehen wieder Sowjets. Sowjet ist nichts anderes als Ratsräte. Und wieder, Herr Trotzki ist wieder da und ist wieder der Vorsitzende des Petrograd-Sowjets. Lenin muss erstmal in Russland kommen. Wie komme ich nach Russland aus der Schweiz, wenn Krieg ist? Da gibt es dann die berühmte Geschichte, dass die Führung der Bolschewiki vom deutschen Militär, also vom Kaiserreich, das Erlaubnis bekommt, durch Deutschland hindurch zu fahren nach Russland im plombierten Wagen und auch noch ein bisschen Geld dafür bekommt. Und Lenin hat das angenommen, weil natürlich die kaiserliche Regierung Interesse an der Schwächung Russlands hat und am Sturz des Zaren, beziehungsweise auch der neuen bürgerlichen Regierung, denn die neue bürgerliche Regierung in Russland war ja Kriegsteilnehmer an der Seite der Entente. Sie setzte den Krieg fort. Und das Deutsche Reich hatte natürlich ein Interesse daran, dass diese Regierung auch gestützt hat. Also hat sie Bolschewiki unterstützt und sie haben die Hilfe auch angenommen. Lenin kommt nach Russland im April und ist sehr unzufrieden mit seiner bolschewistischen Partei. Es entsteht jetzt das, was eine Doppelherrschaft nennt. Einmal die bürgerliche Regierung, die weiter den Krieg führt. Zweitens dann die Räte. In den Räten sitzen nicht nur Bolschewiki, sondern auch andere, auch Sozialrevolutionäre. Die Sozialrevolutionäre Partei selbst aber stellt den Ministerpräsidenten, dann Kerensky, also eine ganz komplizierte Sache, Liberale und Sozialrevolutionäre. Es entsteht eine Doppelherrschaft, einerseits die Räte und andererseits die bürgerliche Regierung. Und Lenin kriegt einen dicken Hals, als er sieht, dass die Bolschewiki sich mit dieser Doppelherrschaft abfinden. Er auf dem Bahnhof noch, er wird ja mit dem berühmten Panzerwagen abgeholt, statt sich da groß bejubeln zu lassen, hält er erstmal eine Rede und veröffentlicht die Aprilthesen. Und die Aprilthesen lauten, Schluss mit der Doppelherrschaft. Wenn wir diese Doppelherrschaft bestehen lassen, dann kommt es zur Gegenrevolution. Dann werden die Räte niedergeworfen und dann kommt der weiße Terror. Wir müssen an die Macht. Ja, dramatische Musik für ein dramatisches historisches Ereignis. Lenin ist mit dem Panzerwagen in Russland angekommen und hält mit dem pompierten Zug angekommen und verkündet, wie Sie sagen, die Aprilthesen und sagt, die Doppelherrschaft muss aufgehoben werden, sonst werden die Räte platt gemacht. Ja, folgt im Grunde der, obwohl er in vielen Fragen auch in der Parteitheorie ja mit also Rosa Luxemburg überkreuzt war, verfolgt er das Muster, das sie auch als verfolgt hat, schon seit 1908, 1910. Erst einmal Massendemonstrationen, dann Generalstreik, dann Revolution. So muss das vorangetrieben werden und es gelingt ihm mühsam, die Bolschewiki auf diesen Kurs zu bringen. Es gibt eine Offensive der Bolschewiki, große Massenbewegung im Juli 1917, die scheitern dann. Also sie kommen nicht durch und da werden die Bolschewiki illegalisiert. Lenin muss fliehen, er flieht nach Finnland und es droht jetzt die Konterrevolution. Und jetzt ist Finnland sitzt da im Heuhaufen sozusagen da in Finnland wieder im Exil, während der Revolution im Exil und schreibt seine berühmten Briefe aus der Fremde. Das heißt, er leitet die Partei wieder aus der Fremde und er macht da wieder eine große theoretische Ausarbeitung, denn für ihn ist jetzt der Entscheidungskampf gekommen. Und da macht man sich auch mal Gedanken, was soll denn werden nach der Revolution? Und da schreibt er sein großes Schrift über den Staat, Staatenrevolution. Diese Schrift besteht darin, dass er alles, was Marx und Engels bis dahin über den Staat geschrieben haben, zusammenstellt und Schlussfolgerungen darauf zieht und sagt, ja, es geht jetzt um den Kampf um die Staatsmacht. Wir müssen den Staat erobern.
wir müssten mit der Staatsmacht die Gesellschaft umkrempeln und damit aber den Staat zugleich selbst. Eroberung des Staats ist zugleich seine Zerschlagung. Aus dem bürgerlichen Apparat, aus dem absolutistischen Apparat muss ein Machtorgan des Proletariats werden, das keine starke Repression mehr haben wird, weil das schon die Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit sein wird. Das ist ein großes Buch über den Staat, 1917 geschrieben, 1918 nach der Revolution dann veröffentlicht, gibt da ein Vorwort, wo er sagt, ja, ich habe das vor der Revolution geschrieben, kann es aber da nicht mehr rausgeben. Denn ich hatte ein bisschen was anderes zu tun, ist natürlich sehr viel schöner, über die Revolution zu machen, als über die Revolution zu schreiben. Dann spitzt sich das weiter zu. Lenin sieht, diese bürgerliche Republik ist ja auch nur ein Schwebezustand. Das wird nach rechts gehen, dass die zaristischen Generäle werden wieder kommen. Jetzt werden wir entweder eine Diktatur haben, eine Militärdiktatur oder die Revolution. Er kehrt dann illegal nach Russland zurück, lebt im Verborgenen, muss man sich so vorstellen. Es tagt nun ständig das Machtorgan, ist ja der Sowjet von Petersburg. Es wird ein allrussischer Sowjetkongress einberufen für November, also nach dem julianischen Kalender November 1917, nach dem gregorianischen Oktober. Und Lenin gibt sozusagen Anweisungen, beschwört seine Genossen, wir müssen die Macht ergriffen haben, bevor dieser Kongress eröffnet wird, um dann diese Macht in die Hände des Kongresses zu legen. Es gibt viele Zettel sozusagen, Briefe, die an das Zentralkomitee schreibt, man merkt also fast hysterischer Ton, also wirklich ständig schreibt er seine Zettel und peitscht die praktisch in die Revolution rein. Und dann haben wir den Exekutor, das ist also Trotzki, es gibt ein militärrevolutionäres Komitee. Dieses militärrevolutionäre Komitee, ein bewaffnetes Organ der Partei, stürmt dann Anfang November, 6. November 1917, das Winterpalais in Petersburg, Petrograd, und setzt die Minister fest. Und dann, als der Kongress eröffnet wird, der allrussische Sowjetkongress, kann dann mitgeteilt werden, ja, die Regierung ist abgesetzt, die bürgerliche Regierung ist abgesetzt. Und dann taucht Lenin auf dem Kongress, der mit einer Perücke, es gibt ein Bild von ihm mit Perücke, Perücke hat illegal gelebt, jetzt ohne Perücke, plötzlich steht er am Mikrofon, hatten sie wohl noch gar nicht, am Pult und sagt super einfache Sätze, wir beginnen jetzt mit der Grundlegung des sozialistischen Aufbaus. Also wir sind ganz am Anfang. Das ist die Machteroberung, das ist die berühmte Oktoberrevolution, die dann aber erst beginnt, denn zunächst mal hatten wir ja nur so ein Gebäude genommen, nicht so Winterpalais auch. Und die Regierung ist abgesetzt. Und indem die Regierung abgesetzt ist, ist dann nun ein Vakuum entstanden, ein Machtvakuum. In dieses Machtvakuum treten die Sowjets ein. Es wird ein Rat der Volkskommissare gebildet, der Volksbeauftragte, Volkskommissar. Das ist die Regierung, eine Räteregierung. Der Vorsitzende dieser Räteregierung ist Lenin. Ja, was unterscheidet aber einen Putsch von einer Revolution? Zunächst kann man das ja als einen Putsch bezeichnen, nicht? Und tatsächlich, damit haben wir noch nicht die Oktoberrevolution, denn damit beginnt sie. Denn jetzt muss diese Revolution sich eine Massenbasis erstmal schaffen. Es werden Wahlen ausgeschrieben zu einer Konstituante, zu einer konstituierenden Versammlung. Und es wird dann müssen die Bolschewiki erstmal die Volksmassen gewinnen. Die Avantgarde sitzt im Winterpalais, schön. Und dann demnächst sitzt sie dann auch in Moskau und im Kreml. Aber wie kommt das Land der Avantgarde nach? Und da kommen dann die berühmten Dekrete, die sofort im Oktober 1917 erlassen werden. Also ganz, ganz wichtig natürlich, was wollen die Menschen? Die Menschen wollen, Frieden. Ne? Wollen Frieden. Ja, also genau. Kommt als erstes das Dekret über den Frieden. Schluss mit dem Krieg. Dann zweitens das Dekret über den Grund und Boden. Und das ist eine heikle Frage. Denn die Sozialdemokraten waren ja nicht Anhänger des Privateigentums an Grund und Boden. In Russland haben wir den Großgrundbesitz. Und wenn wir nun den Muschiks, also den Bauern, den armen Bauern, den Landarbeitern praktisch sagt, naja, bisher habt ihr für einen Gutsbesitzer gearbeitet und jetzt arbeitet er für ein Staatsgut, dann haben sie keinen Bock auf so etwas. Deshalb, und es ist eine andere Partei, die andere linke Partei, die sozialrevolutionäre Partei, die hat ein anderes Programm, nämlich das Land den Bauern als Einzelwirtschaften.
Und das widersprach ja eigentlich den marxistischen Grundsätzen. Genau, also weil das ja im Privateigentum bleiben würde oder das Privateigentum erstmal herstellen würde für die einzelnen Bauern. Und genau das verkündet in dem Augenblick, da die Bolschewiki an der Macht sind, verkünden sie das. Das Land den Bauern. Als Einzelwirtschaften. Und daraufhin verlassen die Bauern dann in hellen Haufen die Armee, die zaristische Armee bricht zusammen. Damit brechen aber auch die Repressionsorgane des Staates zusammen. Die Bauern gehen nach Hause und holen sich ihr Land. Durch diese beiden Dekrete, dieses Land über den, das Dekret über den Frieden, das Dekret über den, das Dekret über den Boden, gewinnen die Bolschewiki die Macht, ihre Massenbasis. Aber das sind erstmal Dekrete. Jetzt muss erstmal der Krieg beendet werden. Dann die russischen Revolutionäre bieten dem Deutschen Reich Friedensverhandlungen an. Es kommt zu Friedensverhandlungen in Brest-Litovsk. Und das Deutsche Reich macht einen ganz üblen Diktatfrieden. Die Bolschewiki wollen erst nicht mitmachen. Und als sie dann die Verhandlungen abbrechen, die sind in einer ähnlichen Situation wie jetzt die Syriza-Regierung da in Griechenland. Sie sagen, das können wir nicht unterschreiben. Daraufhin marschiert die Deutschen einfach weiter. Und dann muss Lenin wieder einen Kampf führen im Zentralkomitee. Trotzki war der Ansicht, prägt den Begriff des revolutionären Defätismus, also dann müssen wir eben die Kriegsniederlage hinnehmen und einfach weiterkämpfen. Bis zum Sieg oder bis zum Ende. Und Lenin sagt, stopp, nein, wir müssen den Friedensvertrag annehmen, den Kapitulationsfrieden praktisch. Damit hat er den Frieden erst hergestellt. Und dann, das ist die eine Entscheidung, dass auch der Frieden kann nicht durch ein Dekret hergestellt werden, er wird letzten Endes Russland dann aufgezwungen. Und dann, die Bauern nehmen sich das Land, auch das ist ein Prozess. Und in dem Maße, in dem die Bauern sich das Land nehmen, breitet sich die Revolution aus. Und dann gibt es das dritte Dekret, nämlich in der Nationalitätenfrage. Russland ist ja ein Vielvölkergefängnis gewesen, nicht? Also viele, viele Nationen, die da unter dem Zaren da eingesperrt waren. Und das dritte Dekret ist das Dekret über die Nationalitätenfrage, dass die einzelnen Nationen eigene Nationalstaaten gründen dürfen. Damit schaffen sich die Bolschewiki eine weitere Massenbasis außerhalb Russlands, allerdings natürlich, wie wir bis heute wissen, komplizierte Massenbasis, weil das zugleich eine sehr nationale Massenbasis ist. In diesem Prozess, also man sieht, es kommt nicht auf diese paar Tage da im November 1917 an, sondern in diesem Prozess 17, 18, da hinein wird dann gewählt, die Konstituante, also die verfassungsgebende Versammlung, und wer gewinnt? Die Sozialrevolutionäre, die Bauernpartei. Riesenmehrheiten, die Bolschewiki sind eine Minderheit. Da war erstmal Trauer angesagt. Nicht viel Trauer, sondern der Lenin ließ sie einfach auseinanderjagen. Indem er sagte, nee, also diese Konstituante, das ist ja noch so, wir hatten vorher die Doppelherrschaft, die bürgerliche Regierung, zur bürgerlichen Regierung gehört auch ein bürgerliches Parlament und dann haben wir nun die Räte. Und die Räte haben nun die Minister inhaftiert, haben die Exekutive übernommen, haben die Exekutive dazu benutzt, Frieden herzustellen, die befreiten Nationen, die unter Knecht gedrückten Nationen zu befreien und den Bauern Land zu geben, wenngleich mit dem Programm, verrückt, nicht? Also die Bolschewiki übernehmen das Agrarprogramm der Sozialrevolutionäre und konsequenterweise gewinnen die Sozialrevolutionäre, weil die Bauern das Original wählen, nicht die Kopie. Aber, sagt Lenin, während wir das gemacht haben, am Anfang dieses Prozesses ist diese Konstituante gewählt worden, die gibt jetzt eine Zusammensetzung wieder, die gar nicht mehr der jetzigen Stimmung im Folge entspricht. Außerdem, wir können keine Doppelherrschaft gebrauchen, das ist viel zu gefährlich angesichts der Bedrohung von außen, denn inzwischen haben die ehemaligen militärischen Verbündeten Russlands den Krieg gegen Russland geführt. Durch das Dekret über den Frieden ist ja nun Russland aus der Entente, aus dem Kriegsbündnis gegen Deutschland ausgeschieden. Und damit wird es zum Feind für Paris und Moskau und für Paris und London und für die USA. Deren Truppen marschieren nun auch ein. Und da sagt Lenin, wir sind im Kriegszustand und wir brauchen hier keine Doppelherrschaft. Die Konstituante ist noch so ein Wurmfortsatz der alten Doppelherrschaft. Also die schaffen wir mal ab, er lässt sie mit Militär auseinanderjagen. Scharf kritisiert von Rosa Luxemburg. Und damit ist Russland dann zum Rätestaat geworden. Also dann im Prinzip das, was dann später
Union der sozialistischen Sowjetrepubliken wurde. Das war ja später, aber also dann war es im Prinzip eine Sowjetregierung mit verschiedenen dezentralen und auch einem zentralen Sowjetrepublik. Das war zunächst mal eine Sowjetregierung für Russland und später schließen diese zusammen mit den anderen Sowjetrepubliken 1923, 24 da. Ist Lenin aber nicht mehr, da war er schon schwer krank. Genau, aber diese revolutionäre oder diese konterrevolutionäre Situation, die Lenin beschreibt, die war ja nun wirklich auch direkt lebensbedrohlich für den Staat, weil sofort eigentlich Widerstand geleistet werden musste gegen Gruppen und Gruppierungen, die die alte Macht wiederherstellen wollten. Ja, man braucht eine Armee, nicht? Und jetzt aus der zaristischen Armee wird jetzt die Bauern haben die zaristische Armee zu verlassen, um sich das Land abzugreifen. Jetzt muss man ihnen allerdings sagen, so, jetzt habt ihr das Land, jetzt kommen übrigens wieder die zaristischen Generäle. Also es war ein richtiger Territorialkrieg, der geführt wurde. Jetzt, liebe Bauern, müsst ihr euer Land verteidigen. Wenn ihr keine Armee bildet, dann könnt ihr das mit dem Land gleich vergessen. Und so entsteht dann die Rote Armee. Unter Führung des Kriegskommissars Wisalio Trotzki. Ja, genau, da hat Trotzki also wieder eine entscheidende Rolle eigentlich auch in der Revolution dort gespielt. In der damaligen Zeitungsliteratur oder so, oder auch wenn man Rosa Luxemburgs Schrift, die russische Revolution, die sie im Gefängnis geschrieben hat, liest, sind immer zwei Namen, Lenin und Trotzki. Und wie kam es dann dazu, dass in der heiklen Situation, man kann es ja nicht anders beschreiben, es gelang quasi diese sozialistische Revolution zu stabilisieren oder das aufzubauen, mit dem Aufbau gleichzeitig zu beginnen, während man sich gegen das Alte wehrt? Im Aufbau war erstmal nicht viel, ne? Es war auch erstmal nur Hunger, die Menschen haben Hunger. Sprich, es gibt Kannibalismus zum Teil. Menschen haben Menschen gegessen, weil sie nichts mehr zu essen hatten. Die Fronten gingen hin und her. Und es kommt dann schon der erste Konflikt zwischen den Bolschewiki und den Bauern. Jetzt haben die Bauern ihr Land und jetzt verteidigen sie es ja auch mit der Waffe. Aber die Städte müssen ernährt werden, die Truppen müssen ernährt werden. Und so kommen dann schon wieder bewaffnete Gruppen des Staates in die Dörfer und nehmen Nahrungsmittel weg, um die Städte zu ernähren. Das ist der sogenannte Kriegskommunismus damals. Der Kriegskommunismus, das heißt, von Aufbau einer Wirtschaft kann man da nicht reden. Es geht wirklich ums nackte Überleben und da wird requiriert. Also dass die bewaffneten Bolschewiki requirieren Nahrungsmittel auf dem Land und da beginnen natürlich schon erste Entfremdungserscheinungen, nicht zwischen der Massenbasis, der bäuerlichen Massenbasis und der bolschewistischen Partei. Aber der Krieg wird gewonnen, nicht? 1921 ist dann dieser Krieg vorbei. Das Territorium Russlands und auch der anderen Staaten des ehemaligen Zarenreichs ist befreit. Es gibt Verluste. Finnland. In Finnland scheitert die Revolution. Finnland war ja ein russisches Großfürstentum. Da gab es auch Räte. Es gab also die Herrschaft der Roten um die Industriestadt Tampere herum. Und dann die Weißen, die vom Norden von Vasa an nach Süd bis Helsinki marschieren. Und da haben wir in Russland, in Finnland siegt dann die Konterrevolution. Aber dann in den anderen baltischen Staaten, Finnland ist ja ein baltischer Staat, Estland, Lettland, Litauen siegen ja auch noch nicht. Das geht dann auch nicht. Das geht ja bis 1940 erst, da nicht. Aber dann im asiatischen Teil Russlands. Im asiatischen Teil Russlands siegen die Bolschewiki. Es gibt noch die Sonderprobleme Georgien. Georgien, da haben wir eine Regierung der Menschewiki. Da ist der Kautsky ganz begeistert. Aus Georgien kommt nun Stalin. Und 1921 mit militärischer Gewalt wird dann die menschewistische Regierung in Georgien erstmal abgesetzt. Also das ist ein langer Prozess, aber 1921 haben wir dann, mit Ausnahme der Staaten, die bürgerlich bleiben, die baltischen Staaten und Finnland, haben wir nun sozialistische Regierung, Sowjetregierung, die dann 23, 24 dann zusammenschließen sich zur Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, aber jetzt ist das Land mal kaputt. Es ist einfach kaputt. Das ist eine ähnliche Situation wie nach dem Überfall Hitler-Deutschlands nach 45 dann auch noch. Und da stellt sich die Frage, kann man auf dieser Basis denn überhaupt den Sozialismus aufbauen? Von Sozialismus kann eigentlich gar nicht die Rede sein. Also das Land ist im Eimer. Und da ist die letzte theoretische Leistung von Lenin. Ja, und dann kommt ja, das Hauptereignis war ja nicht in Petrograd. Also in Petrograd so ein paar Leute da einen Palast stürmen. Naja Gott, das können sie auch hier machen, können auch bei Gelegenheit mal einen Bahnhof besetzen. Nee.
wichtiger ist der Prozess, der danach kommt. Und das wichtigste Ereignis in der Revolutionsgeschichte 1917-18 ist nicht der Sieg der Oktoberrevolution, sondern der Nicht-Sieg der sozialistischen Revolution im Westen. Denn der Sieg des Sozialismus in den höchst entwickelten kapitalistischen Staaten war die Geschäftsgrundlage für alle Aussichten, die der Sozialismus in Russland haben sollte. Sofort 1917 erklärt Lenin, über ein kurzes wird unser Genosse Karl Liebknecht in Berlin die Revolution ausrufen. Und darauf haben Sie ja gesetzt, dass im Prinzip Deutschland anders, wirklich genau als hochentwickelter Staat dazukommt. Ne? Und Karl Liebknecht macht das und das Ergebnis bekannt. Die Oktoberrevolution findet in Deutschland nicht statt, die Novemberrevolution scheitert. Und damit ist natürlich im Grunde die Oktoberrevolution gescheitert. Die Oktoberrevolution gescheitert als ein Vorgefecht der proletarischen Revolution in den höchst entwickelten kapitalistischen Ländern. Also das ist so, wenn Sie eine Eisenbahn haben und da hängt ein Waggon dran und der Waggon wird von der Eisenbahn durch die Gegend geschleppt und jetzt bricht plötzlich auf dem Waggon eine Revolution aus. Das ist völlig unbedeutend. Wichtig ist, was auf der Lok passiert. Und da koppelt sich die Lok ab und fährt weg und der Wagen bleibt stehen. Das war Russland. Ja. Und das muss dann, da entwickelt Lenin dann die Theorie der Atempause. Er sagt, wir sind in einem revolutionären Prozess, aber jetzt im Westen ist es erstmal Ruhe. Und da müssen wir eine Lösung für uns finden, bis die im Westen zur Besinnung kommen. Und da entwickelt er die sogenannte neue ökonomische Politik. Und zu der kommen wir jetzt leider, Herr Fülbert, angesichts der Zeit schaffen wir das gar nicht mehr, weil ich gerne noch einmal zum Abschluss der Sendung kurz nochmal Literaturempfehlungen geben möchte und einen Ausblick geben möchte auf die kommenden Sendungen. Also zu dem Themenkomplex, man merkt, man kann da wesentlich länger noch drüber sprechen, Lenin, Leninismus und die Oktoberrevolution. Da bieten sich ja in erster Linie die Texte von Lenin an. Wir haben einige in dieser Sendung vorgestellt, die man antiquarisch noch bekommt. Gibt es da von Ihnen so eine Literaturempfehlung, wo Sie sagen, ein Werk, damit kann man einsteigen? Von Lenin? Ja, es kommt darauf an, wie viel Zeit Sie haben. Wenn Sie viel Zeit haben, beginnen Sie mit dem dicken Buch Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland. Wenn Sie sich für die Parteitheorie interessieren, braucht man was tun. Als ökonomisches Hauptwerk dann ist Broschüre eigentlich nur, das, ich glaube, damit muss man halt dann doch anfangen, der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus und Staatenrevolution. Also lassen wir mal die Entwicklung des Kapitalismus in Russland weg, da hätten wir dann also was tun. Die Imperialismusschrift und Staatenrevolution, das sind drei Broschüren, maximal 300 Seiten. Und zur Geschichte der russischen Revolution natürlich also Leo Trotzki, Geschichte der russischen Revolution oder die russische Revolution. Trotzki ist ein hochbegabter Schriftsteller gewesen. Anders als Lenin. Lenin hat Broschüren geschrieben. Also Trotzki wäre eigentlich also eher als Churchill, der einen Literaturnobelpreis bekommen hat, den hätte er eher Trotzki bekommen sollen. Also was ist eigentlich ein Muss, die russische Revolution von Trotzki muss man lesen. Ja, gut. Dann möchte ich am Ende jetzt noch einmal der heutigen Sendung gerne auf die folgenden Ausgaben unserer Sendereihe noch einmal hinweisen, die sich immer am dritten Mittwoch im Monat mit einem weiteren Thema des Marxismus beschäftigen. In allen Sendungen sind Sie, also Herr Fülbert, zu Gast und wird einen Themenaspekt genauer vorstellen. Also jetzt schon einmal die nächsten Monate eintragen und sich vormerken. Im Juni in der Sendung beschäftigen wir uns mit dem marxistischen Theoretiker und Theoretikerin neben Lenin, unter anderem mit Rosa Luxemburg. Im Juli dann geht es um die Geschichte der sozialistischen Staaten und im August dann der Ausblick, was bleibt vom Marxismus, beziehungsweise wie entwickelt sich der Marxismus weiter im 21. Jahrhundert. An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich Ihnen danken, Herr Fülbert, und freue mich auf die Fortsetzung der Sendereihe. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Gut, Dankeschön, okay. Und noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Tschüss.